Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und einer weiteren Aufnahmesession meinerseits, die ich an meinem letzten Urlaubstag hier machen möchte. Jo. Wir haben ja im letzten Part etwas früher aufgehört, weil das Spiel sich nicht mehr richtig geladen hatte, nachdem wir uns geportet haben und ich glaube, wir haben mit ihm zwar schon darüber gesprochen gehabt, ich mache das jetzt kurz, ne? Wir waren, glaube ich, schon so weit, dass wir uns zu diesem Oryk dorthin bewegen hätten müssen. Wegen Kral? Ja? Ich habe ihn gefunden. Und ich habe das Elex. Ich nehme an, das Problem mit Kral ist damit aus der Welt. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ich überspringe das jetzt einfach mal. Falls ich mich vertue, tut es mir sehr leid. Nein, nicht herausgefunden. Bla bla bla. Was soll das sein? Bla bla bla. Weil ich glaube, wir waren ja gerade am Porten. Wir wollten uns zur Schmiede rüberporten. Okay. Und dann ging das, glaube ich, nicht mehr. So. Also, das hätten wir mal. Dann schauen wir mal. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ach, jetzt regt ihn nicht so auf. Sonst legst du noch ein Straußenei. Also hier, zur Schmiede. Ja, es hat ihn gehabt. Und runter da. Tja, Heureka! Und nochmal. Juhu! Ui. Boah, so ein Jetpack kann man immer brauchen, ehrlich. Ha! Fällst einfach mal beim Fenster raus. Oh, macht nix. Ich fliege ein Stückchen. Ich schwebe. Kein Problem. Das wäre echt praktisch. Hui! Außer für Teenager. Da wäre es nicht so toll, wenn die dann ihren heimlichen Geliebten aufsuchen, das ist dann schon schwer nachzukontrollieren, ne, als Elternteil. Mhm. Was eine scheiß Arbeit, den ganzen Tag hier im Wasser zu strampeln. Ach, komm, Ray. Du musst ja nicht machen. Also, wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Borm bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht so aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Na, Fisch. Ja, Action. Klappe. Nein, ich klappe. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Was hältst du von Borm? Was machst du so in deiner Freizeit? Kaldrim schickt mich, dich verraten. Nichts verraten. Also, klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also, ja. Naja, es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Was meinst du mit Experimente? Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Ja, aber das ist hier ganz gefährlich, dieses Denken. Aber solange er keine Maschinen benutzt, dürft ihr hinhauen. Aber naja, Regeln und so weiter, ne? Das sind ja da sehr streng, die Berserker. Was hältst du von Borm? Was hältst du von Borm? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Ja, wenn es nämlich, könnte nämlich gut sein, dass Borm der viele Urs später, der Urenkel von Gorn ist, ja? Die sind sich auch ziemlich ähnlich, die beiden. Ja. Also ich hätte nichts dagegen. Wäre nämlich ein sehr guter Freund. Was machst du so in deiner Freizeit? Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Aha. Du arbeitest in deiner Freizeit. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Aha. Kaldrim schickt mich dich verraten, nannte ich nicht voran. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir von deinen Experimenten. Was würde wohl Kaldrim dazu sagen,
Was du machst, verstößt gegen das Gesetz. Na, 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 erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Natürlich. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Wir geben uns Mühe. Werde ich niemals. Werde ich nicht. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Er steht unter Drogen. Wir hätten es wissen müssen. So Sanftmut, das passt nicht zu einem Berserker. Naja, verbieten eure Gesetze sowas nicht? Hast du auch etwas davon für mich? Hast du auch etwas davon für mich? Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst. Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Ja, und dann wird er zu einem, keine Ahnung, zu einem Echsenmenschen wird er dann. Genau. Das Mana muss fließen. Ja, einen Moment. Da musste ich mal kurz husten. Tja. Solange es schmeckt, ne? Ja. Was zum Teufel? Dürfen wir jetzt schon Bericht erstatten oder müssen wir jetzt warten, bis er wirklich noch so ein Setzling findet? Falsche Lehren? Nee. Nee. Das war's? Habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht? Eventuell? Oder müssen wir jetzt einfach stur mit dem Kerl sprechen? Das könnte auch sein. Weil jetzt wissen wir ein bisschen was Bescheid, was er da macht. Oder wir müssen echt warten, dass die Zeit vergeht, bis er da mutiert. Und dann können wir dann erst vielleicht Bericht erstatten. Ist ja wurscht. Wir haben eh Zeit, ne? Nachdem wir so schön Zeit haben, würde ich sagen, gehen wir einfach blöd nachfragen, ne? Boah, wenn ich den Ladebildschirm sehe, kriege ich schon Angst. Gespeichert hat er schon, das ist sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück. Lalilalila. Lalilalila. Ui. Bin jetzt verkehrt, glaube ich, ne? Wieso verlaufe ich mich immer hier? Ich wollte eigentlich zu diesem Mana-Schrein-Dingens-Bummens-Dings da. Hui! Hui, hui. Das war, glaube ich, hier, ne? Tap, tap, tap. Hallo? Na, das ist der Schöpfer. Hallo? Ah, da. Bist du das? Zufällig? Nein. Das war nur eine Wache. Ah, da steht er. Da steht er, der Peter. Servus. Tatsächlich, wir können ihn schon verbessern. Wegen Oryk. Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Ja, nein. Tja, eigentlich müssten wir ihn verraten, ne? Ja, sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammerclan. Oh, Kälte gestiegen. Dass das eine gute Idee wäre. Naja, trotzdem danke für diese Information.
Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. War das jetzt ein Blödsinn? Echt? Kälte gestiegen? Das taugt mir jetzt aber überhaupt nicht. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich nicht. Wahrheit ist immer das Beste, sagt man, ne? Sollen wir es nochmal probieren? Und ihm das durchgehen lassen? Ich meine, neugierig wäre ich schon, was passiert mit dem Kerl, wenn er, ja, sagen wir mal, seine Setzlinge inhaliert hat. Ich bin jetzt ein Arsch. So, ich entscheide mich jetzt spontan um. Das ist der Vorteil, wenn man ein Videospiel spielt, im Gegensatz zum echten Leben. Da liegt es, was man, also, da, ja, wo man sich entschieden hat, so bleibt es dann so. Ja? Aber bei einem Videospiel kann man ja durchaus ein bisschen schummeln. Ich bin einfach neugierig, ich will wissen, was da passiert, ehrlich gesagt. Lalala. Hallo, wir waren noch nicht da. Also, wegen Oryk. Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Niemals. Nein. Das ist schade. Aber wie gesagt, die Deutung des Mana-Feldes ist keine sehr exakte Kunst. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Danke, dass du es wenigstens versucht hast. Dafür gibt's halt keine Splitter, ne? Aber wir sind dafür in Sanftmut. Ich will das echt probieren. Vielleicht passiert auch gar nichts, ne? Sollen wir mal zu ihm runterschauen? Also, wenn ihr auf Splitter aus seid bei der Quest, ne, dann verbetzt sie den Guten. Wenn ihr darauf aus seid, dass eure Kälte sinkt, dann verbetzt sie ihn halt nicht. So, ne? Da ich momentan gerne ein netter Bursch sein möchte und nicht kalt, also Gemütszustand, ne? Also ja, ihr wisst schon. Habe ich mich halt kurzfristig so entschieden. Wo ist er denn hin? Bin ich beim falschen Feld? Ich glaube, ne? Hallo? War er noch weiter unten? Da war er, glaube ich, ne? Dap. Servus, ist er soweit? Mana muss fließen. Na, ist nicht soweit. Okay. Vielleicht war das auch schon mit der Quest. Naja, egal. Also. Nächste Quest, ne? Machen wir so. Also. Was war das denn schnell? Spurensuche. Hakon möchte, dass ich mich auf die Suche nach ein paar versprengten Alps begebe. Achso, das ist es. Ja. Da ist es die Frage, ob man da wieder aufs Maul kriegen, ne? Wäre eh nichts Neues. Aufbruch zu fernen Ländern. Bericht aus mindestens zwei... Ah ja, stimmt. Das ist unser Aufnahmetest, ne? Das da. Dann Altlasten. Onia hat ein... Näher Gold ausgemacht. Ja, das können wir auch probieren. Ein Kleriker in dem Reihen der Berserker ist. Ja, ja, natürlich. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, na, nicht so. Was zum Henker? Hallo. Quest. Ich wollte eine Quest haben. So. Würde ich sagen, probieren wir mal das mit den Altlasten. Wo führt es uns denn hin? Ein bisschen auswärts. Ja, da können wir uns theoretisch hier hin. Ja, nach, also vor Goliath mal hinporten. Und dann müssen wir ein Stück laufen. Ja, also hier lang. Ich hoffe jetzt nur, dass das in Wirklichkeit unten drunten ist und nicht Richtung Schrottplatz oder Müllhalde, wie hieß es da drüben? Ich glaube Schrottplatz, glaube ich, ne?
Wir haben einen Weg gesehen. Lalala. Ach so, warte mal. Das war der Outlaw, den wir draußen zusammenschlagen mussten. Ich kann mich schon wieder erinnern. Ja, können wir mal probieren. Mehr als auf die Gosche kriegen, können wir erinnern. Ja. Und da haben wir einen Beißer. Einen kleinen, aber macht nichts. Au. Du tust mir weh. Na, warte. Ah ja, und Level Up hatten wir auch, ne? Sehr viel verspätet, aber wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Und Moment. Was? Achso, es lädt noch. Jetzt habe ich schon gedacht, die werden angegriffen. Ja. Also, ich wollte uns gerade was beibringen. Wir haben jetzt 13 Attributspunkte. Das ist gut. Die Frage ist nur, was machen wir? Sammlerhut. Na, da bin ich verkehrt. Was ist das? Ring des Widerstands. Lebenskraft und Ausdauer. Na, da ist der schon besser. Die Waffen. Das wollte ich auch mal schauen. Mist, da brauchen wir echt viel. Allah für den da. Wir können uns ja mal Richtung Stärke hinarbeiten. Ja, dann im Laufe der Zeit mit Konstitution weiter, ne? Das hört sich zumindest nach einem Plan an. Ja, würde ich sagen, dann halt mal Stärke, was halt geht. Boah, das ist echt bitter. Viel kommt da gar nicht zusammen. Ich bin echt am Überlegen. Ich möchte ja auch gerne. Ich möchte ja auch liebend gerne Chemie lernen, ne? Handwerk, Persönlichkeit, Berserker. Fällt Chemie unter Berserker? Na, leider nicht. Outlaw. Irgendwas knurrt schon wieder, das ist nicht gut. Überleben? Kampf, das kann ich mir jetzt vorstellen, das ist... Ah! Au! Alter, du Mistviech, du Dreckatz. Na warte. Na warte, ich ziehe dir deine Ohren lang. Komm her, du Mistviech. Jetzt gibt's Watschen. So. Komm her. Auf die Gosch. Mistviech, Dreckatz. Echt. Hast du sowas gesehen? Wenn ich da gerade am Schauen bin. Das macht man nicht. So. Unfassbar. Na, ich wollte nur wissen, wo er jetzt da Chemie lernen kann. Bei welchen... Ich meine, logisch wäre es irgendwie... Doch, Handwerk. Chemie. Wir könnten es lernen schon. Und wir brauchen das nur einmal lernen. Und Hacking auch. Ah, wer konnte da schnell? Warte, ich bin jetzt ganz unverschämt und frech. Waffen... Hakon überleben. Die Smide. Kampflehrer. Überleben zweimal. Das ist ein bisschen doof. Da kann man es nicht so gut sehen. Warte mal, ich. Warten wir es nochmal vor die Stadt. Das muss ich lernen. Das hilft nichts. Da hilft gar nichts. Ich brauche das. Ist jetzt ein bisschen blöd und Zeit verschwendet. Aber im nächsten Part machen wir dann anständig weiter. Ich hoffe, ich renne da mal richtig. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Es wäre echt schön, wenn man das ein bisschen... Kann man da... Ah, ja, sicher. Man kann hier ranzoomen. Ha, haha. Habe ich gewusst. Wo bin ich da? Okay, hier müssen wir hin. Handwerkslehrer. Okay, man braucht nur mit Mausrad zu scrollen. Rauf, runter und... ja... Man kann dann ranzoomen. Warum nicht gleich so, Zocki? Warum nicht gleich so? War das jetzt hier lang? Ich hoffe. Mal klupschen. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Dann hier lang. Ach so, das war hinterm Gasthaus, ne? Da war dieser Handwerkslehrer. Ha, lol. Warst das du? Bring mir etwas bei. Wie du willst. Ja, tatsächlich. Wir brauchen Chemie. Ein Lernpunkt. Da reicht mir.
So. Bau. Sehr gut. Jetzt können wir Tränke brauen. Das ist gut. Aber wo? Brauchen wir dafür eine Werkbank? Oder was anderes? Hat der eine Werkbank? Ich glaube, der schimpft gleich mit uns. Oder kann man das einfach so? Ich glaube nicht, oder? Da braucht man schon sicher eine Werkbank dafür, ne? Gibt's sowas überhaupt? Rüstungsbänke gibt's ja, ne? Technik. Mann, ey, immer diese Aufregung. Oder kann man das einfach so? Was hält man denn da? Energiespeicher, mächtiger Heiltrank. Was steht denn da? Bla bla bla. Voraussetzung Chemie, Wein und mächtiges Heilkraut, das wir brauchen. Aber wo man das jetzt da bauen kann? Weil normal hat man immer einen Alchemietisch gehabt, ne? Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob wir sowas hier auch haben können tun. Ich probiere es mir zur Schmiede rüber, ne? Ist zwar jetzt vielleicht ein doofer Gedanke, aber schauen wir mal. Oh, der Part ist zu Ende. Na gut. Den dürfen wir nicht nehmen, gell? Na, verboten. Den dürfen wir nicht nehmen. Schmiede? Oder hat der auch keine Werkbank? Doch hier, Werkbank. Nur mal zum Testen. Achso, da geht nur. Obwohl, schau. Tränke. Haha. Haha. Ha. Ha. Doch, klappt. Kann man machen. Das ist super. Aber erst im nächsten Part. So, abbrechen bitte. Jawohl. Und schließen. Na gut, im nächsten Part tun wir ein bisschen Alchemie machen. Endlich können wir das und dann werden wir weiter questen. Ist eh klar. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.